Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Mein Name ist Sirius und es gibt jetzt eine weitere Folge The Witcher 2 angespielt. So, ich gehe mal auf Spielladen. An der vordersten Front befinden wir uns im Moment. Letzter Spielspeicherungsstand war am 01.01.2013 um 17.10 Uhr und wir haben immer noch den 01.01. Ja, also mir hat das doch so viel Spaß gemacht einfach, dass ich gedacht habe, ach komm Mensch, eine Folge kannst du aufnehmen oder noch zwei oder drei oder guckst du mal, was der Abend so bringt. Also das spiele ich im Moment gerade, ich sag jetzt mal so salopp, wirklich für mich. So, Königsschützen, wie immer, hinaufklettern. Habe ich hier zuletzt? War ich hier zuletzt wirklich? Wahrscheinlich. Muss ja sein, ich habe ja gespeichert, also geht's jetzt hier weiter. Ups. Lasst ab! Oder ihr sterbt wie die tollwütigen Hunde, die ihr seid! Arian Lavalette, das wird keine leichte Aufgabe. Ergib dich, Arian! Deine Ehre bleibt unberührt! Ach, fick dich selbst, König! Spickt sie mit Pfeilen! Los, Männer! Für Temerien! Ihre Deckung ist nicht übel. Hast du eine bessere Idee? Ich versuche hinüberzukommen. Wenn die Schützen mir Deckung geben, kann ich es schaffen. Das ist der Sohn von Luisa und dem alten Baron, der Erbe dieser Ländereien. Ungestüm und ein guter Schwertkämpfer. Sieh dich vor. Ich versuche es mit Vernunft und Argument. Und mit der Schwierigkeitsstufe YouTube. Level aufgestiegen. Oh, das ist sehr gut. Wenn ich ein Level aufgestiegen bin, kann ich denn hier irgendwas aufleveln? Müssen wir jetzt erstmal gucken. Kann ich hier das zum Beispiel, oder was? Hä? Energie aufwerten. Muss ich das immer machen? Ich habe keine Ahnung. Ja. Keine Ahnung. So, ich gehe jetzt mal hier raus. Oh, aua! So, wo muss ich hin? Nach vorne laufen, oder was? Für Himmelsrand! Ah ne, für Tamriel! So, zack. Ey, ich kriege hier keine große Unterstützung von hinten, oder? Finish him! Uah. Aber cool. Uah, das ist ja geil! Los, ich block mal. Achtung, ein Blockmove! Oh, das war nicht. Das ist ja cool, wenn ich die so wegschleudere, oder? Schade, ich hätte mal gerne ihm hinterher geguckt. Und schwerer Schlag, leichter Schlag. Schon erledigt. Na, Moment, warten, bis die Energie ein bisschen auflädt, oder? Geh hier die Treppe hoch, los. Muss ich vorher das Schwert wegstecken oder was? Nee. Ich kann mit Schwert in der Hand klettern, ich bin ein YouTube-Star. Oder auch nicht, also ihr wisst schon, ne, was ich so meine. Fliegen Tauben, okay. Wo geht's hoch? Hier oder was? Oder da? Hier? Ah ne, es geht immer hier so an diesen... An den kleinen Fußstapfen geht's immer nach oben. Habt ihr die der gesehen? Der berühmte Geralt von Riva. Du bist aber tief gesunken, Hexer. Angeblich gehörst du zu den besten Fechtern des Nordens. Lass doch mal sehen. Ergib dich und verschone deine Soldaten. Schluss mit diesem Schlachtfest. Ergib dich und Foltest wird dich ehrenhaft behandeln. Wer garantiert mir, dass er uns nicht allen den Garaus macht? Keiner. Foltest hat nicht nur meine Mutter geschändet. Er paktiert auch noch mit den Nilfgaardern. Der König hat eine ganze Armee, du dagegen nur ein paar tapfere Getreue und deine Ehre. Jeden Moment kannst du alles verlieren. Wähle. Hört ihr das, Männer? Der König hat uns den Hexer geschickt. Er will, dass wir uns ergeben, dass wir Ehre und Stolz vergessen. Schande oder das Schwert des Hexers. Wollt ihr so leben? Wollt ihr vor Foltest den Nacken beugen? Niemals! Bitte sehr, Hexer. Sie wollen nicht. Ja, dann fick dich, du Narr. Die sagen ja relativ häufig, fick dich im Spiel. Da frage ich mich jetzt, haben die früher wirklich schon fick dich gesagt? Oder haben die da gesagt, pinsel dich oder was weiß ich? Streck die Waffen, du Narr. Das ist kein Spiel.
und deine Leute müssten nicht sterben. Ergib dich und der König lässt dir Gnade widerfahren. Meiner Mutter hat er schon genug seiner Gnade widerfahren lassen. Und darum willst du was tun? Dich ins Schwert stürzen? Fliehen? Erst hat er sie zur Metze gemacht und sie dann vor den Augen des gesamten Königreichs verstoßen. Wahr? Und weder ein Massaker noch eine Heldentat kann daran noch etwas ändern. Also streck die Waffen. Wenn meiner Mutter was zustößt, dann stirbst du! Nein, ich hab das geschafft! Unglaublich. Wow! Ich bin heldenhaft. Geht das immer so aus? Ich glaube nicht, oder? Arian Lavalette hat die Waffen gestreckt. Respekt. Hast du ihn gesprochen? Kurz. Dann brachten sie ihn zur Folter. Verräter haben's nicht hübsch. Erzähl. Ich bin immer noch begeistert, dass ich den gerade gezwungen habe, seine Waffe niederzulegen, weil ich glaube, ich hab's damals auf der Xbox, habe ich gegen den gekämpft, glaube ich. Ja, sehr geil auf jeden Fall. Ich will jetzt erstmal aber wissen, was mit den Drachen ist. Ich hoffe, das geht so für euch jetzt okay. Ach, richtig. Was ist eigentlich aus dem Drachen geworden? Er hat die halbe Burg zertrümmert, einen Haufen Soldaten getötet und sich dann davon gemacht. Wohin? In Richtung Edirn. Mehr weiß man nicht. Wir sind ihm um Haaresbreite entgangen. Oh, Triss ist auch mit dabei. Tag der Erstürmung, mittags. Arian Lavalette hat die Burg aufgegeben. Macht schon auf! Und der Baron lebt? Ja, er lebt! Ich bin nicht rachsüchtig! Macht auf und wenn ihr vor eurem König kniet, lasse ich Gnade walten! Wir sitzen fest. In der Tat, meine Magie hilft hier nicht. Und gerade setzt die Hauptstreitmacht auf Boten in die Stadt über. Kehren wir ins Zelt zurück. Im Lager ist es jetzt angenehm leer. Hab genug für heute. Verlockend. Da, königliche Spezialverbände. Die GSG 9 des Königs greift ein. Wir wollen ihn sehen. Du zweifelst an meinen Worten, du Hund. Öffnet sofort das Tor. Ja, alles klar. Sesam, öffne dich. Ich finde, der König ist richtig gut synchronisiert. Vernon Roche. Deinen Bericht, Roche. In der Stadt wird weiter gekämpft. Ein Großteil unserer Leute hat in Fischerbooten den Fluss überquert und ist in die Stadt gelangt. Sie brandschatzen, schänden und plündern. Lavalettes Leute verteidigen sich weiterhin im Tempelbezirk. Was ist mit der Baronin? Lebendig gefangen und in Sicherheit. Man hat ihr doch hoffentlich kein Haar gekrümmt. Ganz nach euren Anweisungen. Ihr fehlt nichts. Sie ist schön wie eh und je. Die Kinder sind allerdings nicht bei ihr. Aber du weißt, wo sie sind? Im Kloster. Doch wir überblicken das Gelände noch nicht. Schnell, rüber! Der König! Geil! Drachenalarm! In Deckung! Ein Drache! Unter den Wehrgang! Was muss ich machen? Also unter den Wehrgang. König ab! In den Wehrgang! Zwei Finger gebe ich jetzt für eine Armbrust. Also doch ein Drache! Nicht zu fassen, ein echter Drache! Goldroli mit deinen Zaubern da runter, kann ihn anzubinden! So einfach ist das nicht! Das Mistvieh packet mir die ganze Armee ab! Oh, ich brenne! Hexer, wie soll man denn gegen so etwas kämpfen? Da spricht der Fachmann. In Deckung! Ein Drache! Unter den Wehrgang! Los, jetzt kommt schon! Wo ist der Drache überhaupt? Der Drache hat offenbar noch nichts davon gehört. Wow! Was soll ich denn tun? Ihn mit dem Schwert fixen? Was weiß der Kind? Der
Experte für Ungeheuer bist doch du. Ich brenne ein bisschen. Das Tor! Sie überwinden das Tor! Auf Sie! Oh, schwerer Schlag vorbeigehauen. Oder wie man bei uns hier sagt, fick dich, Drache! Ey, jetzt stirb doch mal! Zurück! Ich öffne das Tor! Danke, Triss, sehr freundlich! Schnell! Und jetzt? Das sieht irgendwie ziemlich abgeflammt aus da. Bring die Bogenschützen her! Ja, das ist doch so cool. Schnell! Triss! Die Brücke brennt! Schnell, hier lang! Ach, ist mir nicht aufgefallen. So, und nu? Was denn, das war's? Hätte diese verdammte Eidechse doch beinahe die Belagerung versaut. Die Schlacht wird sie schon vertreiben. Drache oder nicht, mich interessiert nur, wie diese Sache ausgeht. Wir haben uns beim Tempel getrennt. Seit der eingestürzten Brücke warst du fast die ganze Zeit bei mir. Fast. Erzähl mir, wie du auf den Tempelhof gelangt bist. Tag der Erstürmung. Nachmittag. Ha! Uneinnehmbar, von wegen! Die Stadt haben wir in einem halben Tag im Sack! Meldung! Die Kämpfe dauern an. Eine Gruppe von Rebellen hat sich im Tempel verschanzt. Die Kinder? Sind wohl auch da drin. Fenn hat sich einen der Priester vorgeknöpft und was von einem Durchgang unter den Mauern erfahren. Mit einem Rambock kommen wir da frühestens in einer Woche ran. Probieren wir es mit Äxten? Das dauert auch. Was soll's? Dieser Priester, was ist mit dem? Und dem Durchgang? Ist beim Verhör bewusstlos geworden. Er wird jetzt unten bewacht. An die Arbeit, Hauptmann. Jawohl. Silas, nimm dir diese Tür vor. Fenn, wir gehen. Hexer. Majestät? Ein Spezialauftrag. Genau richtig für dich. Vernon ist zwar überzeugend, aber auch ziemlich ungestüm. Finde auf eigene Faust einen anderen Weg. Gelingt dir das, soll dich ganz Visima beneiden. Leb wohl, ich gehe lieber runter. Ihr wisst schon, Triss und vielleicht sollten wir auch Roche warten. Ich will mal hier die oberste Antwort. Die Soldaten der Lavalettes tun den Kindern der Baronin sicher nichts. Das glaube ich erst, wenn ich sie sehe. Wir müssen uns beeilen. Die Rebellen sitzen in der Falle. Vielleicht kommen sie auf die Idee, die Kinder als Geiseln zu nehmen. Vielleicht sollten wir auf Roche warten. Vielleicht kriegt Roche was raus aus diesem Priester. Oh. Die Stadt ist zu groß. Ich brauche einen Anhaltspunkt. Auf ihn ist Verlass, aber wir haben keine Zeit. Sieh dich mal um in der Gegend. Es könnte ein Tunnel oder sowas sein. Vermutlich haben sie Fallen gestellt. Meine Leute haben nicht deine Fähigkeiten. Du eignest dich am besten. Leb wohl. Ich gehe. Ich zähle auf dich. Was ist nun mit den Äxten? Tempo, ihr Arschnasen! Wo sind die Äxte? Bewegt so, wo sind die Äxte? Was soll ich machen? Finde einen Weg zum Tempel. Unterhalten? Nee, wollte ich mich nicht. So, jetzt gucken wir mal einmal ins Tagebuch. Das wollte ich die ganze Zeit schon mal machen. Öffne das Tagebuchfenster für mich. Finde einen Weg, bla bla bla. Die Kinder von Volltest befanden sich im Urantel. Furchtbar, oder? Der Jägermeister schlägt noch bis abends durch am Neujahrstag. Die Kinder von Volltest befanden sich im uralten Tempel der Burg Lavalette. Angesichts der Erstürmung, kaum erstaunlich, war der Eingang zur Kultstätte verschlossen. Volltest urteilte, dass es zu lange dauern würde, ihn aufzubrechen und befahl in seiner Ungeduld, Geralt einen anderen Weg auf das Tempelgelände zu finden. Also ging der Hexer in die kleine Burgstadt und machte sich auf die Suche. Muss ich das eigentlich irgendwie markieren oder sowas? Ist das markiert von alleine? Wahrscheinlich.
Tada, tada, dann gehe ich mal in die Stadt hinaus. Das hat ja so eine richtig schöne Farbe, oder? Das erinnert mich so ein bisschen an die Vibrant ENB, die ich vorher bei Skyrim benutzt habe. Also wenn man jetzt so links und hinten im Bild sieht, ist das so ein bisschen verwaschen lila-blau. Das gefällt mir eigentlich richtig gut. Das ist sehr geil gemacht. So, an die 10 erinnere ich mich. Vielleicht also wirklich exzellente Sirius-Zuschauer müssten sich an die 10 jetzt eigentlich auch noch erinnern. Weil man geht hier in die Stadt hinunter und sucht so eine Stelle. Und das habe ich damals in einem Livestream gespielt. Ja, das habe ich live übertragen. Habe dabei immer mit den Zuschauern so ein bisschen gequatscht und so. Und da habe ich das nicht gefunden, wo ich hin musste. Weiß ich noch. Es war eine totale Katastrophe. Könntet ihr uns nicht freilassen, Soldat? Halt's Maul! Aber wir sind unschuldig. Der König bestimmt, was mit euch geschieht. Du solltest dich hier nicht rumtreiben, Hexer. Das ist militärisches Sperrgebiet. Schnauze. So viele Kerle fallen. Und das wegen eines Frauenzimmers. Ich habe nur Befehle befolgt. Wir sind doch Untertan des Königs. Ja. Konnte man das nicht irgendwie verhindern oder sowas, dass die hier... Na, keine Ahnung. Jetzt werdet ihr euch für euren Verrat verantworten, ihr Dreckschweine. Verrat, Herr? Wir sind einfache Leute. Wir haben mit Politik hier, nichts zu tun. Kann ich das jetzt zertrümmern oder sowas? Geht das eigentlich? Kann man sich hier so Wege freischlagen? Nein, kann man nicht. Was habt ihr mit uns vor? Okay, dumme Idee. Das entscheidet der König. So, an und der hier Wand aufstellen und Maul kann man eigentlich öffnen. Oh. Ah. Achso, man kann in ein Haus gehen. Ah, man kann in ein Haus gehen. Oh, sehr gut. Der große Sirius ist in ein Haus gegangen und weiß nicht, was er dazu sagen soll und geht nun wieder hinaus, bevor es jemand auffällt, wie blöd das eigentlich war. Ja, gute Frage. Wie viele Minuten haben wir eigentlich rum? Weiß das irgendjemand? Ach, können wir hier nicht plündern? Ja, laber nicht so viel. Haben wir nicht eine Viertelstunde voll? Oh Götter, Hilfe! Hilfe! Oh! Frau ermordet! Schweinegesicht, du. Plünder euch direkt hier. Ah ne, geht nicht. Ihr zahlt jetzt deine Kriegssteuer. Gold und Silber auf den Tisch und Schnauze halten. Hilfe! Weh dem Besiegten. Geh in das Haus und halte die Soldaten auf. Kein Problem. Soll ich die direkt erschlagen? Diese Leute sind unbewaffnet. Scher dich hier weg und misch dich nicht ein. Oh, das ist so cool. Ich kann hier... Adieu. Da kann man hier so ein bisschen sehen. Es gibt halt mehrere Antworten, wie man das angehen will. Ich weiß jetzt nicht, was die richtige Art und Weise ist. Ich würde dazu tendieren, dass ich die sonst alle umbringe. Oder soll ich sagen, verschwindet besser, der Drache könnte zurück... Das wäre vielleicht tricky. Ihr solltet abhauen. Der Drache legt diese Stadt gleich in Schutt und Asche mit allem, was drin ist. Sieh an, wie fürsorglich. Aber gut, gehen wir. Die nächste Gelegenheit kommt bestimmt. Los! Herr, wir danken dir. Danke. Hilfe hat ihren Preis. Ich weiß, der Hexer braucht Geld. Ich kann nichts dafür. Ich helfe Leuten, weil ich davon lebe. Das wissen wir. Also dann, nimm diese Börse hier. Versteckt euch irgendwo. Ich muss meine Frau suchen. Ich habe gesehen, wie man sie und die anderen zusammengetrieben hat wie Vieh. Viel Glück. Ja. Okay, ja, habe ich das doch gut gelöst. Also das ist auch in, ich habe ja schon mal erwähnt, ich habe 2 von den Witcher-Büchern gelesen, von den Hexer-Büchern. Und das ist auch da so, dass Geralt eigentlich immer so der Gute ist, sage ich jetzt mal, aber im Grunde genommen auch wirklich alles für Geld macht, weil er einfach davon lebt. Ja, und wie er das jetzt auch so gesagt hat. Und daher war das jetzt auch nicht verwerflich, dass wir dafür Kohle genommen haben. So, ich würde sagen, an der Stelle, meine lieben Freunde, setze ich mir mal selber einen Speicherpunkt, bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen und dann sehen wir uns vielleicht im nächsten Video bereits wieder. Ja, bis zum nächsten Mal, lasst mir doch einen Kommentar da, wenn ihr Bock drauf habt und haut rein.